Das vorletzte Heimspiel der Saison steht an und mit Darmstadt kommt ein Gegner in die Allianz Arena, der einerseits nicht viel zu verlieren hat, andererseits aber kämpft die Mannschaft von Thorsten Frings um die letzte verbliebene Chance, den Abstieg doch noch zu verhindern. Also erstmal muss man die Münchner Truppe gratulieren, dass sie so eine gute Saison gespielt haben. Wir haben ja vor mehreren Wochen gesagt, dass wir nicht mehr auf die Tabelle gucken, sondern nur noch von Spiel zu Spiel denken. Und im Endeffekt sind wir noch nicht abgestiegen. Und bis es so ist, werden wir kratzen, beißen, bis wir umfallen. Während Darmstadt einen scheinbar aussichtslosen Kampf ums Überleben führt, ist der FC Bayern seit dem Auswärtssieg in Wolfsburg vom letzten Wochenende frühzeitig deutscher Meister. Neben Meisterehren erhielten zwei Bayern-Spieler diese Woche aber mindestens genauso gute Nachrichten. Thiago und Robert Lewandowski wurden zum ersten Mal Vater. Ich fühle mich sehr gut, auch meine Frau. Und wir haben mich stark bedanken für alle Nachrichten, die wir bekommen. Und natürlich, das war ein sehr schöner Moment. Und ja, wir freuen uns sehr auf das, was passiert. Wir spielen zu Hause und wir müssen immer Gas geben. Und wir müssen wollen gewinnen. Egal, ob das ist schon vorbei, dass wir deutsche Meister sind. Wir wollen und wir müssen auch unsere Fans zeigen, gute Fußball, offensive Fußball. Außer Kingsley Coman waren sämtliche Profis beim heutigen Abschlusstraining dabei, um sie auf das Heimspiel gegen Darmstadt vorzubereiten. Und auch Javi Martinez wird voraussichtlich nicht spielen können. Er ist nicht 100%, er ist ein bisschen krank. Morgen Renato und Kimmich beginnt das Spiel. Coman hatte ein kleines Problem gestern in seinen Knöchel. Er ist nicht verfügbar für morgen. Schon vor Anpfiff können die Bayern-Fans am Samstag das erste Highlight des Tages genießen. Denn Superstar Till Schweiger ist ab 15 Uhr Gast in der FC Bayern Matchday-Show. Matchday-Presenter ist die Allianz, der Namensgeber des Münchner Stadions, das vor einem spannenden Umbau in der Saisonpause steht. Zum einen sind neue LED-Videowände geplant, die mit einer Fläche von 200 Quadratmetern doppelt so groß wie bisher und damit auch die größten Videowände Europas sein werden. Zum anderen wird die Flutlichtanlage umgebaut, um die Beleuchtungsstärke bei gleichzeitig reduziertem Stromverbrauch zu erhöhen. Die Bayern-Fans können sich also jetzt schon nicht nur aus sportlichen Gründen auf die nächste Saison freuen.